Ich heiße Aslı Kışlal. Ich bin künstlerische Leiterin von Diversity Lab. Ich bin Theatermacherin und in Feldern Kunst, Aktivismus, politische Kunst, Diversität, das sind so meine Themen. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Ja, es ist eine sehr spannende Zeit jetzt gerade. Ich glaube, also neben all diesen Umweltfragen und all die Unsicherheiten jetzt gerade, die wir erleben, brauchen wir als Gesellschaft auf jeden Fall eine gemeinsame Therapie, um die Zukunft gemeinsam gestalten zu können. Also das ist ja vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber es brodelt jetzt gerade in jeglicher Sinne, im Arbeitsfeld, in Gerechtigkeit, soziale Bindungen und im Kunstbereich Macht und Machtverhältnisse. Für wen machen wir Kunst? Neben diesen ganzen großen Fragen, wie wollen wir, was für eine Welt wollen wir leben? Wie gehen wir mit unserer Natur um? Ja, es gibt viele Fragen zu beantworten. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Also Wien wird ja gesagt, einer der lebenswertesten Stadt der Welt. Da muss man immer fragen, für wen lebenswert? Wie viele von diesen Lebenswertigkeit beteiligt sind? Deswegen müssen wir uns nochmal fragen, wie gerecht diese Gesellschaft aufgeteilt ist, in Wien redend. Und vor allem, ich kann mich erinnern, als ich nach vielen Jahren wieder zurückkam bei meinem Umzug, mein Freund, der Deutsche ist, aus Baden-Württemberg, als wir aus der Autobahn rein ins Wien reingekommen sind, ich habe die Fenster aufgemacht und habe Hallo geschrien. Und das wollte er auch machen. Er macht das Fenster auf und sagt: Boah, ist das staubig hier. Also das war das Erste, was er mitgekriegt hat von Wien. Ein Staub. Das heißt, also wie gehen wir mit unserer Umwelt um in Wien? Vor allem für Wien, wo es eigentlich drumherum Wald ist, wie viel Grün erlauben wir uns noch? Für welche Pflaster kämpfen wir noch? Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Also ich glaube, die letzten 2 Jahre haben wir uns ein bisschen belehrt. Wie gehen wir mit der Zeit, Arbeit und Lohn um? Diese Konzept der Zeit, Lohnarbeit, Arbeit in sich, nicht diese ewige Produzieren und Verschreddern von Produkten. Was ist wirklich lebensnotwendig? Wie viel ist notwendig? Wie viel ist Luxus? All diese Fragen müssen wir uns nochmal stellen. Und in meinem Bereich eben natürlich, wie setze ich das in Kunst um? Wie frage ich diese Fragen? Was sind meine Visionen in dem Bereich? Also mich beschäftigt gerade sehr die soziale Gerechtigkeit, die Umwelt und Arbeit in sich. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Ich liebe Wien. Wien. Also ich habe so irgendwie eine Hassliebe gegenüber Wien. Ich habe, als ich meine Staatsbürgerschaft gekriegt hatte, ich sag's mal ganz ehrlich, ich bin nach Deutschland zum Arbeiten gegangen und ich habe bemerkt, wie viel Liebe ich für Wien mit mir trage. Was ich aber immer wieder bemerke, wenn ich in anderen Städten bin, diese historische und Natur, die Verbundenheit in Wien, was so wichtig ist, wenn ich in anderen Städten, vor allem in Deutschland, vermisse, aber die menschliche Miteinander,
das vermisse ich sehr. Eine gelassenere, eine gegenüber akzeptierende, respektierende Wiener Gesellschaft wünsche ich mir. Wir lassen uns sehr schnell triggern und raunzen. Ein glücklicherer Wien, das hat aber natürlich eben mit den sozialen Gegebenheiten, mit der Ungerechtigkeiten, miteinander sprechen, das vermisse ich in Wien sehr.